Und damit meine Reputation wie immer nicht komplett im Arsch ist, hier jetzt noch ein kleines richtiges Review-Video. Herzlich hallo dazu. So, Rocket und Groot. Was kann man zuerst zu den beiden sagen? Sie sind also, der eine ist riesig, der andere ist winzig und der Preis ist irgendwo in der Mitte von beiden. Wenn man sich normalerweise eine Hot Toys-Figur kauft, die sind mittlerweile so irgendwo im Bereich von 175 bis 215 Euro, manchmal auch schon 230. Und dieses Paket hat jetzt, glaube ich, 315 gekostet. Also es pendelt sich, glaube ich, schon zugunsten des Konsumenten ein. Es wäre, glaube ich, besser so, als wenn man jetzt für Groot, was waren das? Ich glaube, für Groot darf man an sich 100, 230 bezahlen und ich glaube, Rocket war irgendwas um die 150. Und man kommt mit diesem Combo-Pack auf jeden Fall besser weg und hat auch noch so ein paar kleine nette Gimmicks, wie dieses Bäumchen, was ihr da gerade seht, hier so. Da so. Zumindest glaube ich, dass das exklusiv für dieses Paket ist. Bin mir da aber nicht mehr ganz sicher, weil ich gerade vergessen habe, mich zu informieren. Ist ja aber auch egal, die Dinger sind schon länger auf dem Markt und es gibt genug Informationen dazu. Notfalls auf hottoys. Was war das? co.hk. Genau. Weil Hongkong-Adresse. Ihr kriegt das schon hin. So. Wie ich schon in einem anderen Video angemerkt habe, natürlich ist Rocket entsprechend klein. Weil 1 zu 6 Maßstab, da kannst du halt nicht viel machen, wenn der Charakter an sich so ein Winzling ist. Und ich muss jetzt sagen, ich habe auch eine etwas größere Actionfigur zum Vergleich genommen. Also das heißt Actionfigur, das hier ist im Prinzip auch so eine Art, ja, so eine Art Mini-Hot Toys. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich glaube, es ist die Movie Masters Serie oder so. Irgendwie sowas. Da gibt es ganz krasse Dinger von. Wie gesagt, die Hexe aus dem Blair Witch Film. Für alle die, die ich mal ein bisschen spoilern kann noch, hier, so sieht sie aus, wenn sie mal ihre Kapuze abgenommen hat. Ich werde da mal kurz, warte, extra höhenverstellbar für das heutige Feature. Nicht sehr hübsch. Deswegen setzen wir ihr den Sack mal wieder auf. Den Sack, den hätten wir eigentlich bei Rocket und Groot noch dabei haben können, damit man den Star-Lord bei Gelegenheit einsacken kann. Aber egal, es sind so schon, ich würde sagen, genug Features dabei. So, kommen wir doch mal zu dem kleinen Bübchen hier. Komm mal näher ran, großer, oder? Kleiner, wie ich schon die ganze Zeit betone. Ich finde es echt gut, dass sie diese Schnurrhaare, Barthaare, nennen wir sie, wie man will, mit eingebaut haben. Ich habe die auf den ersten Bildern gar nicht gesehen und war dann dementsprechend überrascht, dass wirklich welche dabei waren. Aber netter Touch. Man muss bei so einem Dinger nur mal aufpassen, dass man sie nicht aus Versehen ausreißt. Aber das hier ist ja zum Glück kein Plüschtier. Also kann das relativ selten im Affekt passieren. Was man vielleicht noch machen könnte, ist hier ein bisschen zwirbeln oder so. Die sind ganz schön weich. Nicht so wie bei Plüschtieren extrem hart, sind relativ weich. Schon schön. Ein bisschen blöd ist bei Rocket, dass man halt nur diesen einen Kopf hat, aber naja, besser den einen Kopf als keinen Kopf. So, den kleinen Blumentopf, den habt ihr jetzt auch gerade sehr schön im Bild, möchte ich fast meinen. Ich würde sagen, der ist ja relativ akkurat. Viel mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ob der sich bewegen kann oder ob der aus Hartplastik ist. Ich nehme den mal kurz weg, Rocket. Aber ich glaube. Oh doch, der ist aus Gummi. Das heißt, man kann ihn noch bewegen. Hin und her. Ein bisschen. Würde ich jetzt aber nicht riskieren. Dazu war mir das alles zu teuer. So, mit dabei hat der Typ natürlich die Knarre, die größer ist als sein ganzer Körper. Vielleicht sollte ich die irgendwie so positionieren. Sieht geiler aus. Dann hätte ich mir allerdings nicht die Hände raussuchen müssen. Die Hände bei Rocket sind sowieso so eine Sache. Also es gibt keine Ersatzgelenke für Rocket. Ups. Es gibt keine Ersatzgelenke, weil im Prinzip die Gelenke direkt an die Hände angebunden sind. Was heißt, wenn du so eine Hand durchbrichst, kannst du dir gleich eine neue Hand kaufen. Also am besten mit Händen ausstellen, die man sowieso gerade nicht nutzen will, am besten. Oder einfach nicht so oft daran rumfummeln. Ansonsten hat er halt Fäuste, geschlossene Fäuste mitgeliefert bekommen. Die offenen Standardhände. Miep, miep, offene Standardhände. Und, hier haben wir es. Greifhände zum Halten jener besagten Knarre dort. Und was ich eben beim Auspacken gar nicht gesehen habe, es gibt auch noch Füßchen, die ich jetzt aber nicht wechseln will, weil darum. Die sind, glaube ich, ganz gut, wenn man die beiden zusammen posen will. Wo ich jetzt aber nicht weiß, ob ich das am Ende des Videos überhaupt noch hinkriege, beziehungsweise versuchen will. Denn was aufgefallen ist, drehe ich mal. Ist auch sehr nett, der Schwanz hier, der ist relativ stabil und wackelt nicht rum. Das ist immer so eine Sache. Es gab damals Gargoyles-Figuren, da sind die Dinger ständig abgefallen. Der hier ist an sich ganz cool. Wirkt solide und fest. Dieser Stab hier, der ist irgendwie, der ist solide und viel zu dick für diese Scharniere hier. Zumindest bei mir.
was darin resultiert, dass man da ganz schön kloppen muss, um da irgendwas hinzukriegen, was vielleicht ein bisschen nervig sein kann, aber meine Güte. First World Problems, würde ich mal behaupten. So, weil man kann ich dir das hier irgendwie als Rucksack oder so. Ich muss mal noch gucken, wie ich diese Waffe möglichst cool an ihn angebracht kriege. So wie es im Moment ist, gefällt es mir noch nicht auf jeden Fall. Ist mir alles zu wackelig. So, dann nehmen wir dich mal kurz beiseite. In der Hoffnung, dass du nicht komplett umkippst. Und werden mal hier mein Superkonstrukt benutzen, um mal nach Höhe oben zu fahren. Ding, 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 ding. Fahrstuhlmusik habe ich jetzt leider vergessen, aber egal. Hier haben wir. Hinter mir kippt gerade eine Wand um. Also eine Korkwand. Moment. So. Hier haben wir Groot. Entsprechend groß, möchte ich meinen. So groß wie halt Rocky klein ist, ist es Wahnsinn. Ich bin ja immer noch drauf und dran zu gucken, ob ich mir einen Ultron hole. Also nicht ob, sondern welchen. In der Hoffnung, dass noch der Ultimate Ultron rauskommt. Und der muss in der Größe her in etwa so groß sein wie der hier. Das ist ja Wahnsinn, möchte ich fast meinen. So, Groot hat zwei Gesichtsausdrücke dabei, die man relativ einfach wechseln kann, wie man vielleicht jetzt gerade sieht. Das ist nur so ein leichter Steckmechanismus. Das kriegt man leicht runter und wieder rauf. So, jetzt hast du Agro-Mode Groot. Geht relativ einfach, ist auch sehr schön vom Detail. Man darf halt jetzt nur nicht auf so Sachen achten, wie weit geht der Rachen rein, denn da kommst du nicht wirklich weit. Aber so wie du jetzt gerade siehst, ist auch egal, denn der Teil ist meistens eh im Schatten. Na, komm wieder ab. Siehst du, das kann man mit einer Hand machen. Das ist Hot Toys untypisch, sehr, sehr, sehr locker. Man muss fast aufpassen, dass man die Dinger nicht runterschmeißt aus Versehen. So, die Hände, die Groot dabei hat. Da gibt es einmal diese Special Hand hier, mit der man halt seine kleine Pollenflugzähne imitieren könnte. Die leuchtet jetzt gerade leider nicht so geil, wie ich das gehofft habe, mit der Beleuchtung, aber egal. Man kann sich darunter was vorstellen, ne? So, dann hat Groot dabei diese, ich reiß dir alle Eingeweide aus, Hände. Scheint das gleiche Modell, nur gespiegelt zu sein, aber ist ja jetzt auch nicht schlimm. Wozu alles fünfmal modellieren? Und dann das eigentliche Feature, was theoretisch die anderen Hände überflüssig macht, sind die normalen Hände von Groot. Das sind diese hier, die bewegliche Finger haben. Zu erkennen hier an diesen kleinen Löchern, die da unten sind, damit das Gummi nicht reißt, wie bei gewissen anderen Figuren. Gamora. So, und mit denen kann man eigentlich relativ viel machen. Ich habe hier mal Long and Prosper ausprobiert. Wenn er einen schlechten Tag hat, dann kann er natürlich auch Rocky sagen, er soll sich einfach mal verpissen. Das sieht dann in etwa so aus. Ist alles möglich. Und, fall nicht um. Was ich zu dieser Figur sagen muss, ist, dass sie einen extrem großen Schwerpunkt nach vorne hat. Weswegen sie auf sehr schwachen Untergründen droht umzukippen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier. Ich gehe mal vielleicht ein bisschen weiter zurück. Gut, die Wand ist endgültig umgekippt. Ist mir jetzt aber auch Wumpe. So, noch ein bisschen tiefer vielleicht. Machen wir es mal so. Ach Quatsch, nicht festschrauben, sondern Stativ raus. So, eingehakt. Diese Figur ist im Prinzip vorgebeugt. Sie steht mit einer Abneigung auf diesem Ständer. Mein Gott, ist der schwer. Also massiv ist er schon. Und wenn du jetzt das auf eine weiche Oberfläche stellst, dann sieht das in etwa so aus, dass er umkippt. Der kippt ja jetzt schon fast um. Da muss ich vielleicht noch mit der Pose ein bisschen versuchen zu optimieren, aber die Gliedmaßen lassen sich noch sehr schwer bewegen, weil es halt alles neu und frisch und so. Das habe ich mal ein Stützbein nach vorne gestellt, damit das Ganze vielleicht etwas stabiler ist. Kann ich jetzt aber auch nichts versprechen. So, die Hand nehme ich mal wieder runter, bevor sie in dieser Pose verhält. Wir wollen jetzt hier nicht endlos Star Trek Werbung machen, weil darum. So, hier sieht man auch schon die nächsten Artikulationspunkte. Er kann halt den Oberkörper ein bisschen bewegen, was glaube ich schon mehr ist, als viele erwartet haben. Dann hat er hier unten überall diese beweglichen Teile, damit man auch die Beine relativ hoch nehmen kann, ohne da an Probleme zu stoßen. Das ist ja was, was Hot Toys versucht, seit den ersten Iron Man Rüstungen immer weiter zu perfektionieren. Beinartikulation bei solch sperrigen Modellen. So. Eingehakt, wie man sieht, geht relativ einfach. Auch schönes Fußdetail, muss ich sagen. Einfach nur Wurzeln. So, ansonsten hat er halt überall diese Aussprüche, wie man vielleicht hier, glaube ich, am besten sieht. Ich halte mal die Hand hinter. Da gibt es kurze, kleine Aussprüche. Die sind überall in der Figur verteilt. Sind, glaube ich, alle aus Gummi. Oder aus sehr weichem Plastik. Je nachdem, wie man das gerne beschreiben möchte. Und sind ein nettes Detail, muss ich sagen. Und haben auch nicht den Anschein, es würden sie einfach so abbrechen. Da muss man sich schon etwas drauf fixieren. So, jetzt werde ich mal kurz was versuchen.
Bin gleich wieder da. Na siehst du, klappte doch einigermaßen, ikonische Filmszenen nachzustellen. Auch wenn das echt ein Krampf ist, vor allem Rocket dahinter Groots Rücken zu kriegen. Naja, das ist also möglich mit diesem kleinen Ständer, der beiliegt. Das ist so ein kleines Verbindungsstück. Ich werde mal kurz die Illusion rauben. Moment. Und zwar gibt es denn hier hinten sozusagen den Doppelständer. Da kann man dann so zu. Ich sollte mal aufhören, so zu sagen. Man kann dann halt Rockets kleinen Ständer mit Groots größerem Ständer verbinden und hat dann, wenn man Glück hat, annähernd von vorne die Pose. Von hinten geht es irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Vielleicht ist Rocket im Film noch kleiner. Auf der Verpackung vorne sieht es jedenfalls aus, als würde er einfach mal breit übers Kreuz stehen. Das kriegst du hiermit nicht hin. Und wenn doch, dann weiß ich nicht wie. Was man ganz einfach hinkriegt, ist Rocket die Arme auskugeln. Das ist jetzt schon öfters mal passiert beim Posing-Versuch, dass ihm die Arme ausgekugelt wurden, aber kriegt man auch ganz leicht wieder ran. Also so ein großes Problem scheint mir das jetzt nicht zu sein. Was vielleicht noch interessant wäre, wäre so ein allgemeiner Größenvergleich gegenüber anderen Hot Toys-Figuren. Da würde sich jetzt natürlich Gamora perfekt anbieten. Das Problem ist nur, die habe ich gerade so schön in Pose und hatte keine Lust, sie aus dem Schrank zu nehmen. Also stelle ich einfach den daneben, den wir sonst auch daneben stellen. Ne, unseren freundlichen Spinner aus der Nachbarschaft. Ich werde ihn mal noch auf Rocket seinen Podest stellen, damit wir in etwa in gleichen Größen Dings. Wir haben dann das gleiche Podest und alle sind relativ gleichberechtigt. So, warte mal. Hier noch schön Hand auf die Schulter, gehört er jetzt mit ins Universum. Das ist in etwa so das Größenverhältnis, was man zu erwarten hat, wenn man sich diese Figuren zulegt. Also, wow. Ich drehe mal wieder ein bisschen hoch. So. Man sieht, Groot ist in etwa zwei Köpfe größer, wenn nicht sogar drei Köpfe größer als Spider-Man und mit Rocket sogar vier Köpfe. Und Rocket, naja, durfte Spider-Man, wenn es hochkommt, vielleicht bis zum Bauchnabel gehen. Noch nicht mal. Ich werde das mal versuchen zu evaluieren. Moment, lass mal los, Bruder. So, ja, doch relativ Bauchnabelhöhe, wenn überhaupt. So. Alle wieder Freunde, alles cool. So, das war es jetzt von meiner Seite aus, der kurze Überblick zu Rocket und Groot. Und ich würde mal sagen, mal gucken, vielleicht packen wir als nächstes Ultron aus, wenn dann aber auch erst im Februar oder so. Bis dahin sehe ich eher schwarz. Ich habe noch ein anderes Video in der Mache seit Wochen, bei dem ich nicht weiß, ob ich es raushauen werde. Stichwort Batmobil. Und ja, ich sage erstmal, als dann, bis dann.